Dicht an dicht drängeln sich Menschenmassen an den Liften. Überfüllte Rodelberge, Verkehrschaos. Der Andrang auf Österreichs Skigebiete, als ob es gar keine Corona-Pandemie gäbe. Skichaos mitten in Österreichs drittem Lockdown. Es sind andere Zeiten. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass wir da sein dürfen. Aber dass es Spaß macht, na. Mehrere Skigebiete mussten wegen Überfüllung geschlossen werden. Ein Twitter-User sieht hier schon das zweite Ischgl vorprogrammiert. Einen Besucheransturm gab es auch auf die Skigebiete in Deutschland, wie hier auf dem Kahlen Asten bei Winterberg. Trotz Sturmwarnung und geschlossener Lifte zog es die Menschen zum Rodeln und Wandern auf den Berg. Wir haben nur geguckt, ob es schneit, und dann sind wir los. Wir kommen ein bisschen weiter weg und wir wollten mal Schnee diesen Winter haben. Tausende weitere Touristen hatten dieselbe Idee. Die Folge: Parkplätze dicht, kilometerlange Staus. Wer kann, sollte bei diesem Wetter nicht nur wegen Corona lieber zu Hause bleiben.